So, willkommen zurück bei Kolat. Wir wollen mal ein bisschen weiter erforschen. Ich gucke nochmal gerade auf die Karte, was alles angezeigt wurde. Okay, das war alles, was wir so erkundet hatten. Wir waren ja in so eine kleine Falle gestürzt beim letzten Mal. Okay, dann versuchen wir dann nochmal hinzukommen. Kompass brauche ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo wir jetzt hier waren. Ich muss gestehen, das finde ich ein bisschen unglücklich. Ah, doch, ich glaube, ich erkenne die Stelle. Auf dem Weg nach Süden und dann wollen wir gleich rechts rum. Okay. Ich hoffe, das klappt. Ist das hier auch so ein Ding? Ich hoffe, dass es das war. Ich hoffe, dass man die irgendwie erahnen kann, diese Fallgruben. Denn ich weiß sonst nicht, wie wir hier lebend weiterkommen wollen. Okay, wir müssen jetzt irgendwann, glaube ich, nach rechts, oder? Irgendwann rechts. Wir können aber einen kleinen Schlenker gehen. Vielleicht hilft das. Oh, shit. Oh. Alter, diese Viecher sind verflucht schnell. Ach. Also egal, was wir sehen, wir müssen weg. So. Wir hätten gesagt, wir wollen hier lang, aber dann halte ich mich mal irgendwie rechts. Ich habe das Gefühl, wenn es dunkel ist, kann man sich so gut wie gar nicht bewegen hier. Das ist ein bisschen nervig. Hier sind überall so krasse Fallen aufgestellt. Hier wahrscheinlich auch. Oder? Das wirkt so ein bisschen rund, ne? Könnte. Da ist auch noch eine offene. Ich glaube, da sind wir beim letzten Mal reingefallen. Da sind schon wieder Fußspuren. Gehen die weg? Nein, er kommt wieder. Alter, wie kommt man denn hier vorbei? Hier am Rand lang. Versuche mich mal wegzuducken, der ist da hinten gerade. Ich finde das echt nicht gut. Versuche hier mal ein bisschen im Dickicht zu laufen. So, ich hoffe, dass wir hier jetzt richtig sind und durch diese Schlenker jetzt ja, weiter nach Westen kommen, wo wir hin wollten. Ich meine, das Spiel ist echt schön, gruselig gemacht, schön stimmungsvoll. Allerdings muss ich sagen, ein bisschen. Ja, es passiert ein bisschen wenig. Also es ist mehr wirklich so ein kleines Geduldsrätsel. Oh, da, wir haben einen neuen Hinweis. Seversk ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland.
15 Kilometer nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Sie befindet sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderaler Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und trug früher den Namen, wie auch immer, Postfach Nummer 5. 1956 erhielt der Ort das Stadtrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Okay, das klingt nicht besonders toll. Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene bis 91, sowjetische Forschungseinheit. Die Einheit konzentriert sich auf die Erforschung von Naturkatastrophen in Russland. Na gut. Das heißt, hier irgendwo könnte auch sowas wie eine Stadt sein. Stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss mal gerade gucken. Da haben wir den Hinweis gefunden. Das heißt, wir müssen im Prinzip doch weiter nach Norden. Ist das hier jetzt richtig? Kamen wir von hier? Nee, hier. Hier müsste richtig sein. Ja, gut. Hier sind auch überall so komische Runen drauf. Oh, shit. Bisschen erholen. Da unten brennt schon wieder alles ab. Davon links auch. Oh Mann, oh Mann, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Okay, hier liegen noch Tote rum. Ich hoffe, wir sind hier in Sicherheit und können hier gerade mal lesen. Es gibt gerade ein kleines Problem mit dem Ton, von daher lese ich es euch vor. Der menschliche Geist ist ein seltsames Spielzeug. Er trägt Qualen und Wahnvorstellungen, nur um sich dem zu widersetzen, was ihn befreien kann. Der Weg zum Verständnis führt über den Widerspruch, wir leugnen eine einfache Tatsache. Die Tatsache, dass die Menschen die wahren Monster sind und dass wir einander auch als solche behandeln sollten. Obwohl ich mich so viele Jahre lang selbst belogen habe, kenne ich nun endlich mein wahres Wesen. Denk daran, in der Dunkelheit bist du niemals allein. Es gibt immer jemanden, der darauf wartet, dass du fällst. Okay, so weit, so gut. Dann mache ich hier jetzt mal einen ganz kurz eventuellen Cut. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, der Ton funktioniert gerade nicht so, wie er soll. Obwohl ich alles richtig eingestellt habe. Aber wieder so ein klassisches, was den Tonwechsel nicht übernimmt. Wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Jetzt funktioniert das auch mit dem Ton. Wir sind hier, wo wir eben gerade den Hinweis gefunden haben. Guck mal kurz auf die Karte. Okay, das war 54, 62 oder 61. Ist auch gestrichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hin können. 14 und 7 ist eine ganz andere Richtung. Wir sind hier auf 55. Haben wir noch 51 oder 62? Also ein Stück hoch oder ein Stück runter. Und von der Position her 30, 47 und 62. 40 wäre wohl erst interessant. Das ist hier unten. Da müssen wir dem Weg folgen.
Okay, ich versuche den Weg im Nordwesten zu nehmen und dann hier rumzukommen. Kompass brauchen wir weiterhin. Oh. Nein! Okay. Man kann weder springen noch sonst was. So groß schien die Lücke gar nicht, aber ja. Ich dachte, da kommt gleich irgendwie F drücken, sich drüber hangeln oder so. Nein, kommt nicht. Entschuldigung. Da sind wir wohl abgestürzt. Okay. Also, wir sind da, ein Stück runter und rechts die Brücke ist im Eimer. Dann müssen wir noch weiter nach Süden und dann rum. Okay. Das heißt, wir können nicht diesen Weg nehmen, sondern wir müssen den nächsten Weg nehmen. Hier wird man nirgends über den Graben kommen, nehme ich an. Der sich hier durchzieht. Ja. Das heißt, wir müssen weiter südlich und unten rum. Ich hoffe nur, da kommen nicht wieder irgendwelche von diesen Feuergeschichten. Also dieses orangene Nebelgedöns. Wolke, als hätte jemand einen fahren lassen. Der Gestank ist so mörderisch, dass wir sofort umfallen. Ah ja, hier beginnt also dieser... Hä? Müssten wir nicht eigentlich hier... Hallo? Hallo? Das schien ebenso, als müssten wir hier weiterkommen. Auf der Karte zumindest. Oh! Okay, hier ist noch ein Speicherpunkt. Da ist das Zelt. Ja, dann müssten wir doch hier rumkommen. Oh, Junge, das ist ein großer Schritt. Ich muss hier nicht springen. Mach den großen Schritt. Okay, das finde ich echt ein bisschen Panne. Ich komme an der Stelle also auch nicht rüber. Wo soll ich denn dann lang gehen? Moment mal, die Brücke ist kaputt, da kommen wir nicht rum. Hier kommt man über diesen Weg nicht rüber, weil es liegt ein Kiesel im Weg. Heißt das, ich muss jetzt den ganzen beschissenen Weg zurückrennen, bis hier oben hin und dann hier langlaufen? Weil beide Wege blockiert sind? Echt jetzt? Oh. Ja, ich bin begeistert. Okay, also Richtung... Nee, Moment mal, nach Norden müsste es doch gehen. Hier geht es aber nirgends lang. Naja, also zurück. Und dann... der Weg. Nee, wir müssen jetzt da noch ein Stück südlich und uns dann nach Osten halten und wieder zurückgehen. Das war echt nicht Sinn der Sache. Dass wir den Weg jetzt so wieder zurück müssen, das hätte ich nicht gedacht. Ich guck mal gerade hier. Da geht es noch eine ganze Ecke weiter nach Süden, aber... 70er-Bereich vorne haben wir auch nicht.
6672. Okay. Nach Südosten halten. Dann versuchen wir es erstmal da. Wir müssen eh gleich zurück. Aber dann wollen wir den Hinweis hier noch mitnehmen. Jetzt wird es schon wieder so krass dunkel. Es wird ziemlich dunkel hier. Also eins muss ich sagen, die Stimmung ist echt nicht schlecht in dem Spiel. Man hat permanent das Gefühl, man wird verfolgt. Oder dass irgendetwas hinter einem ist. Moment. Ah, da sind wir. Da ganz unten an dieser Ecke. 6672 müssen wir hin. Das heißt, wir müssten hier einmal den Weg lang. Wir müssen also jetzt wieder den Weg grob Richtung Norden. Nicht die Schlaufe zu Ende, sondern hier lang. Und... oh Mann. Und uns dann rechts halten. Macht man so eine Expedition nicht in einer Gruppe? Mit Waffen und Flutlichtern und Autos. Ich höre was flattern. Ah. Okay. Sowjetische Forschungseinheit für Naturphänomene zur Anomalie. 0H91. Die ersten Vorfälle ereigneten sich 1950 und 53 in der Gegend von Igaka während der Bauarbeiten für die Polarkreisbahn, Kreiseisenbahn. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die Vorfälle für geheim erklärt. Alle Zeugen wurden wie angeordnet eliminiert. Am 17. Oktober 1950 trat laut Zeugenaussagen westlich von Igaka auf Höhe des Lagers 503 eine unbekannte Energie aus einer unbekannten Quelle aus und verursachte den unmittelbaren Tod von 42 Arbeitern. Die Leichen verdampften regelrecht und zurückblieben lediglich Schatten, so die Zeugen. Alles geschah plötzlich und schnell. Der nächste Vorfall ereignete sich 3 Jahre später, am 14. März 1953. Damals waren in dem bereits genannten Lager 12 Personen von einem plötzlichen Erstarrungseffekt betroffen. Ihre Körper froren einfach ein. Bei der Untersuchung konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Leichen liegen bis heute intakt in Abteilung 12 des Forschungskomplexes in Seversk. Okay, wieder ein Forschungsbericht. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich finde das gar nicht gut hier. Es ist so verflucht dunkel.
eure Zettel. Oder auch nicht. Zettel da oben. Komme ich da denn hin? Es muss irgendwie da oben sein. Warte mal. Oh nein, da ist schon wieder was. Da ist schon wieder irgendein Schatten. Oh nein, 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 geh weg. Scheiße, ich hänge fest. Ich renne mal gerade ein Stück. Oh. Zettel, da. Okay, Bekenntnis einer Wärterin. Die 72-jährige Anna N. beschloss, nach Jahren des Schweigens über Vorfälle aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Sie erzählte uns, ich bin unheilbar krank und habe nichts zu verlieren. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was hier angerichtet wurde. Und all das im Namen der Wissenschaft. Anna N. beschrieb den Ort, ein wissenschaftliches Forschungszentrum, an dem Wissenschaftler inhumane Experimente an Häftlingen durchgeführt haben sollen. Es gab eine spezielle Kammer, sie ließen uns nie auch nur in die Nähe davon. Sie wurde von Soldaten bewacht, aber ich habe Leute gesehen, die dort hineingebracht wurden. Nur wenige von ihnen kehrten zurück. Mit einem von ihnen blieb ich in Kontakt. Ich fragte, was sie dort machten und warum sie so wenige lebend zurückkehrten. Er sah mich mit schreckverzerrtem Gesicht an. Er sagte, Anna, hast du jemals das Nichts gesehen? Eine tiefe, nicht enden wollende Leere? Ich war dort. Ich stand am Rand des eingestürzten Universums. An der Grenze zwischen Realität und Irrealität. Dort ist ein Abgrund. Ein gigantisches Loch ohne Boden. Ein dunkler, höllischer Schacht. Und ich fühlte es. Es bedroht. Es bohrte sich in meinen Kopf wie eine tickende Uhr. Es blickte mir von unten in die Augen. Es schlich sich an mich heran und es begann langsam, sich in mir breit zu machen, die Dunkelheit. Einige Zeit später gab mir derselbe Gefangene einen Brief mit einem Hilferuf, den ich weitergeben sollte. Ich sollte ihn der Presse aushändigen und die ganze Sache aufdecken. Doch der Brief verschwand. Bis heute weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist. Wie dem auch sei, sie würden das Ganze wahrscheinlich ohnehin vertuschen. Wir baten den Aufseher der Gefängniseinheit, in der Anna N. arbeitete, um einen Kommentar, Wladimir Kronski. Der Kommandant der Einheit bestritt die geschilderten Vorfälle. Er teilte uns außerdem mit, dass Anna N. als Wärterin gearbeitet hatte, jedoch nie in dem von ihr beschriebenen Zentrum, da ein solches gar nicht existierte. Er schickte uns Anna N.'s Mitarbeiterkarte, der zufolge sie von 1940 bis 1950 im Gefängnis Suchanowka, auch bekannt als Sonderobjekt 110, beschäftigt war. Sie wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung entlassen. Beigefügt waren ihre Krankenakte und ein medizinisches Gutachten. Also, jeder, der aufmuckt oder nachforscht, wird als unzurechnungsfähig erklärt und verschwindet kurz darauf.